Bevor es auf die alles entscheidende Waage geht, steht für die Paare noch ein knallhartes Workout an. Unser Last Chance Workout ist unglaublich wichtig, weil wir das immer vor der Waage machen. Und wir möchten, dass die letzten Gramme auch rausschwitzen. Einen wunderschönen guten Morgen! Wir werden jetzt eine richtig harte Runde Ausdauer und ein bisschen Boxtraining machen. Es heißt, das letzte Mal noch richtig schön schwitzen vor der Waage. Letzte Chance. Seid ihr bereit? Oh ja. War mit die anstrengendste Einheit in der Woche. Man hat halt einfach ein besseres Gefühl, bevor man auf die Waage steht. Keiner der 14 Kandidatinnen und Kandidaten möchte seinen Teampartner enttäuschen und das Camp heute verlassen müssen. Und jetzt steige ich aus der Ruhe. Da, du, da. Jawohl, guter Mann. Fabi, super! Wer will die gute Waage? Wer? Ich. Ich will die gute Waage. Ja? Dranbleiben, Becky, komm! Also jetzt kurz vorher rausfliegen. Ich bin schon verdammt scheiße, muss ich sagen. Deswegen will ich unbedingt in die nächste Runde. Und ich glaube, da tun wir alle was für. Und ich finde das so cool. Ich liebe Boxen. Ja, es ist sehr wichtig, es ist nochmal die letzte Chance, irgendwas auszurichten. An der Woche nochmal vielleicht die letzten Mühe zu geben, die wo noch ein 2, 3 oder vielleicht 10 Gramm ändern können. Es ist auf jeden Fall wichtig. Es ist vielleicht eines der wichtigsten Trainings in der ganzen Woche. Komm, letztes Drehen von der Waage. Oh, komm, Ellbogen runter, Ellbogen, jetzt geh rein, komm. 20, Claudia, komm. Nein, ich bin am Arsch. Ich bin so kaputt. Man merkt jetzt einfach, man kommt jetzt an die Grenzen und jetzt will man halt es wirklich durchziehen. Ich möchte bis ins Finale kommen. Man hat einfach Angst. Bereits zum 8. Mal werden die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten auf der Waage gemessen. Welches Paar erzielt die beste Abnahme? Und welches Team muss heute das Camp verlassen? Mein Gefühl vor der Waage diese Woche war wirklich sehr gemischt. Egal welches Paar unter die gelbe Linie kommt, es wäre sehr schade, weil alle zum einen sehr viel geleistet haben bislang. Und alle sehr viel Potenzial haben. Ich wusste nicht, ob ich jetzt ein gutes Gefühl habe oder ob ich Angst habe. Am Ende des Tages kann ja auch nur einer gewinnen. Und deswegen, Luft wird dünner, es wird schwieriger, es wird aber auch spannender. Seit nunmehr 8 Wochen kämpft ihr mit aller Entschlossenheit und Energie für ein neues, leichtes Leben. Aber natürlich auch für den Einzug ins Finale und natürlich auch um 50.000 Euro. Es wäre, denke ich, sehr schlimm für mich, nach Hause zu fahren, weil ich bin jetzt eigentlich schon weit gekommen. Ich möchte auf jeden Fall noch leichter nach Hause gehen, als ich jetzt bin. Mit jedem Tag kommt ihr eurem Traum ein Stück näher. Und ich hoffe sehr, dass die Waage heute auch die entsprechenden Zahlen zeigen wird. Heute wird ein Paar gehen. Und zwar das, was prozentual am wenigsten abgenommen hat. Ich bin so ultra nervös. Jetzt steht die Waage an. Du bist die Einzige unter 90 Kilogramm. Was hast denn du dir für heute vorgenommen? Also ich sag's eigentlich wie jede Woche, ich bin mit einem Kilo zufrieden. Es wird halt einfach immer schwerer für mich oder auch für uns Leichtgewichte. Von daher, ich bin mit einem Kilo zufrieden. Alles, was drüber ist, ist super. Oh, Linda ist auf der Waage jetzt. Oh, die sieht aber sehr nervös aus.
Ich musste ein paar Mal echt tief durchatmen. Ich war noch nie so nervös. Ich habe konstant immer gut abgenommen. Und wir haben es halt bei dem einen oder anderen gesehen. Und dann ist halt mal so ein kleines Loch dabei. Und die Angst, die war so groß, dass halt diesmal wirklich das Loch da ist. Linda hat bereits 20 Kilogramm im Camp abgenommen. Wie viele Kilogramm kommen noch dazu? Starkes Ergebnis, ja. Es waren Erleichterungstränen, es waren Freudentränen. Ich war einfach nur noch happy. Ich habe mit 2,1 Kilo null gerechnet. Null. Geil. So, Becky. Jetzt wird der Druck nicht kleiner, ne? Nee, gar nicht. Ich habe die Woche so viel gearbeitet. So viel gekämpft, so viel geschwitzt. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt endlich reicht, dass sich das ganze Schwitzen gelohnt hat und dass ich endlich ein richtig gutes Ergebnis da stehen habe. Eigentlich ist mir auch egal, wie viel Kilo da steht, Hauptsache unter 100. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie gerne ich unter 100 wiegen würde. Ich weiß auch gar nicht, wann ich letztes Mal unter 100 gewogen habe. Das wäre ein absoluter Traum. Kann sich Becky heute ihren Traum erfüllen? Das habe ich jetzt ehrlich. Letzte Woche war es nur ein Kilo und da war es einfach auch in der Zeit, dass wieder ein gutes Ergebnis kommt. Becky ist super sportlich und ich habe sie in dieser Woche auch deutlich mehr gefordert wie in der Woche davor. Ich fühle mich einfach total erleichtert, dass sie jetzt endlich das voll gewuppt hat. Mit 6 Kilogramm haben Linda und Becky ordentlich vorgelegt. Können Patrick und Alisa hier mithalten? Mein persönliches Gefühl für die Waage diese Woche ist eigentlich ein gutes Gefühl. Ich habe die sportliche Aktivität ziemlich nach oben geschraubt, noch zusätzlich was gemacht. Ernährung habe ich mich auch dran gehalten, deshalb gehe ich wieder mit einem guten, dennoch neutralen Gefühl rein. Für mich zu Hause nach Hause zu müssen, wäre sehr schlimm, weil ich habe jetzt alles ins Herz geschlossen. Ich habe so viel Freude daran gefunden. Ich habe Freude an den Ergebnissen gefunden. Es wäre sehr, sehr schlimm, wenn ich gehen müsste. Aber ich bin zufrieden. 2,7 Kilo ist eine sehr gute Zahl. Dennoch bin ich nicht ganz zufrieden, aber ich bin jetzt auch nicht schlecht gelaunt. Also es hätte mich wirklich schlimmer treffen können. Und ich sag, die Zahl ist wirklich okay, ist eine gute Zahl. Alisa, 2,7 Kilo waren es beim Patrick. Was wünschst du dir jetzt? Ein bisschen mehr, damit ich mich sicherer fühle. Aber ich war immer mit meinen 2,5 bis 3 Kilo zufrieden. Boah, ich hasse es. Ich setze jetzt auch noch viel auf Alisa. Wir versuchen immer, unsere 2% zu halten. Das wären 6 Kilo insgesamt. Meine Erwartungen sind so 2,5 plus bis 3 Kilo plus. Das wäre schon optimal. Ich glaube, es ist für jeden von uns ein enormer Druck, wenn man
irgendwie Mist baut oder das Abnehmergebnis halt einfach schlecht ist, dann zieht man gleich jemand eventuell mit runter. Und das ist halt in allen Köpfen drin. Ja, schön zu treiben. Ist trotzdem gut. Ja, 2,4 Kilo sind nicht schlecht, aber es war halt so, ich wusste, was der Patrick abgenommen hat, ich wusste, was ich abgenommen habe, ich weiß, dass wir noch schwerer sind und ich wusste, wenn jetzt alle anderen richtig gute Ergebnisse haben, dann könnte es ja eng für uns werden. Und das war natürlich dann so, pff, ja, dieser Moment wieder, ich will nicht nach Hause gehen.